Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Firma Enster hat mir eine Überwachungskamera zur Verfügung gestellt. Und da würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Nochmal vielen Dank an die Firma Enster, die mir diese Kamera zur Verfügung gestellt hat. Wir packen sie ein und richten sie ein bisschen ein und gucken uns das an. Wetterbedingt muss ich das Ganze drinnen machen, da das draußen sehr stark regnet. Wie man schon auf der Verpackung sehen kann, es sind hier zwei Kameras verbaut. Und es wird dann mit dem WLAN gekoppelt. Hier haben wir die Bedienungsanleitung, den Aufkleber, der an Postkasten, Hauswand, Zaun kleben sollte. Hier haben wir Befestigungsmaterial und Abdichtung, alles was dazu benötigt wird. Zur Kamera kommen wir gleich. So sieht das schicke Ding aus. Und hier haben wir noch das Netzteil und dann ist hier noch eine Halterung. So, bevor wir zur Kamera kommen, da die Netzteil, die Decken- oder Wandhalterung. Aufkleber bringen wir auch mal beiseite. Schauen hier mal kurz ins Handbuch rein. Das ist jetzt die englische Fassung und hier ist auch die Französisch wollten wir nicht haben. Und hier haben wir auch die deutsche Fassung. Das sind so Kundenvorteile. Wenn ich die Kamera gekauft habe, ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Die haben auch andere Kameras und auch Zubehör. Dann kriegt ihr entweder die 180 Tage Garantieverlängerung, also zusätzlich eine Micro-SD-Karte, also eine Speicherkarte ist nicht dabei. Bis zu 128 GB kann die. Oder ein Verlängerungskabel für das Netzteil. Hier ist alles schön dargestellt, Einführung in die Kamera, Herunterladen der App, Registrieren. Also hier ist das Netzteil, abnehmbare Halterung, Zubehör, wasserdicht, kleines Set zum Isolieren, Handbuch, das habe ich gerade in der Hand. Und dann sieht man ja auch den Lautsprecher, wo denn die Speicherkarte reinkommt. Die obere Kamera startet na klar nur in eine Richtung. Die untere Kamera ist schwenkbar. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Ein LAN-Anschluss, aber das zeige ich euch gleich auch noch an der Kamera. Registrieren oder Gasteingang. Gast-Login. Ist denn für Android oder Apple. Ja gut, das ist ja bei vielen Kameras, ich kriege den QR-Code, den muss ich dann in die Kamera halten, damit die dann weiter registriert werden kann. Aber das zeige ich euch auch gleich bei der Einrichtung. Hier sieht man dann den geteilten Bildschirm. Das seht ihr auch gleich. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Kamera an. Achso, noch was wichtig ist. Videoformat ist H265 AI. Das Schwenken und das Neigen sind 12, nicht Bilder pro Sekunde, sondern es dauert halt ein bisschen. Es geht nicht sofort. Der Schwenkbereich sind 355 Grad und Neigungswinkel von 0 bis 90 Grad. Automatisches Tracken wird unterstützt. Mikrofon und Lautsprecher sind eingebaut. Und ich habe zu Anfang gesagt 128. Nein, die Kamera unterstützt bis 256 GB. Und dann würde ich sagen, ja, mit WLAN. LAN-Kabel ist auch möglich. Ja, wir gucken. Gut, Französisch wollen wir nicht.
Wir gucken uns mal die Kamera an. Die werde ich dann auch gleich anmachen. Hier oben kommt die Halterung dran. Hier habt ihr den Netzanschluss. Den hier. Und hier könnt ihr ein Netzwerkkabel, sofern ihr das machen wollt. Wie gesagt, der untere Bereich ist schwenkbar. Das müsst ihr einmal in der Hand schwenken. Und dann könnt ihr, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ist schwer. Micro SD Reset. Da müsst ihr diese Gummilasche aufmachen. Und die sitzt aber richtig gut. Dann kommt hier die Micro SD Karte rein. Und da ist die Reset-Taste. Da müsst ihr wirklich was Dünneres reinstecken, damit ihr da auch rankommt. Also mit dem Finger komme ich da persönlich nicht ran. Ich würde sagen, wir setzen das Ganze mal unter Strom. Und dann hier, ja. Ich nehme mal die. Oh. Ihr seht. Der Motor. Habt ihr es gehört? Wir starten jetzt. Ich habe schon die App gestartet. Wir werden jetzt einmal den QR-Code von dem Gerät einscannen. So, jetzt habe ich den QR-Code für die Kamera. Bin gespannt, welche Kamera das lesen soll. So, es hat jetzt funktioniert. Ich bin jetzt mit dem WLAN verbunden. Hat auch ein bisschen gedauert. Aber ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier sind zwei Bilder. Ich halte jetzt mal unter die unteren Kamera meine Hand davor. Aber das dauert. Ich kann jetzt hier auch Bewegungsverfolgung machen. Wir haben auch Mikrofon. Einmal erlauben. Achso, ich bin im Gastzugang. Ich habe mich nicht registriert. Deswegen funktioniert jetzt auch einiges nicht. Ich werde mich jetzt einmal anmelden und werde auch dann darüber ein Fazitvideo machen. Also ich finde das schon mal nicht schlecht, dass es zwei Bilder gibt. Und ich hoffe, wenn ich hier auf das Tablet raufgehe oder auf ein Smartphone, ist ja egal, dann kann ich die untere Kamera drehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn ich jetzt so mache, dann ist ein grüner Pfeil zu sehen oder so. Oder nach oben oder nach unten. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Beim Anmelden ins WLAN-Netz hat es ein bisschen gedauert. Und wird gerade mit 28,0 Kilobyte pro Sekunde übertragen, das Bild. Da ich nur im Gastzugang bin, kriege ich auch einige Nachrichten nicht und einiges läuft dann da klar nicht so, wie man es gerne hätte. Aber ich werde das jetzt ausgiebig testen und mache dann noch ein Video darüber. Das soll es auch hier gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.